Kann man wohl diesen Saft noch trinken, der hat schon Grafikfehler. Probier es aus. Okay, hallo und weiter geht's mit einer neuen Folge Stadtfilmabend. Ich glaube, Folge 29 haben wir jetzt. Wir sind gerade dabei, hier die. Ja, wir hatten hier einen zweiten Mechanoiden-Cluster, weil warum nicht? Und wir sind gerade hier dabei, ein paar Fallen zu legen, in die hoffentlich keiner von uns reinfällt selber. Wichtig wäre auch, dass wir hier den Strom noch verbinden, sonst sind die ganzen Selbstschussanlagen hier alle ein bisschen für die Katz. Haben wir alle auf Bauen gestellt, alle die wollen, ja. Beschleunigen wir das alles mal ein bisschen. Oh nein, Markus ist nicht mehr inspiriert. Wie schade. Aber ist auch kein Wunder, wenn so viel zu tun ist hier. Irgendwann hört es auf. Wir brauchen bald mal hier was zum Trockenlegen. Der See stört mich. Vor allen Dingen, dass man hier keinen Strom durchlegen kann, nervt. Wann greifen die an? Oh, in 2 Tagen. Oh je. Lauft hier ganz hin. Musst du Stahl holen. Mach das nicht so spannend mit dem Strom. Ah, siehst du, geht doch. Okay. Immerhin was. Weh, die kommen jetzt hier nicht durch. Sondern irgendwie einen anderen Weg. Das wäre echt ätzend. Weil es dauert ewig, diese Fallen aufzubauen hier. Marmorfallen. Auch gar kein Marmor mehr, sehe ich gerade. Wenn wir jetzt alle zu weit wegstellen, dann haben wir das Problem, dass sie wieder Schutzschilde haben, ne? Oh, jetzt noch einen Tag oder was? 1,3 Tagen. Hoffentlich machen die den Strom nicht kaputt. Das wäre kacke. Ich meine, ich habe wahrscheinlich genug Strom, oder? Ja. Batterien, 3 Batterien, 6 Batterien, 7 Batterien haben wir insgesamt. Vielleicht sollten wir hier oben noch ein paar hinlegen, nur für den Fall. Es ist ja scheinbar nicht so, dass viele von den Fallen noch fertig werden aufgrund eines Mangels an dafür notwendige Rohstoffe. Also legen wir jetzt hier einfach mal Strom hin. Können wir hier erstmal eine Lampe reintun, nur für den Fall. Und dann können wir hier zu wenig Bauteile.
Naja, das ändert sich bestimmt bald. So. Das Tolle ist, hier laufen auch noch so Boomelobes rum, die dann auch explodieren können, wenn sie von den Dingern hier angegriffen werden. Ach ja, das machen wir dann kaputt, wenn. Haben wir hier oben noch. Ja, die liegen hier noch. Hatten wir doch Mechanoiden zerlegen, hatten wir doch hier auf für immer gestellt. Naja. So. Was wir hier auch noch brauchen, ist Sicherheit. Ah, nee. Nicht mit denen. Glattes Leder war das. Davon haben wir noch, ne? Ja. Basteln wir uns hier nochmal so ein paar Barrikaden hin. So, bin ich mal gespannt, was passiert, wenn der Timer tatsächlich mal in 20 Stunden, oh nein, wenn der Timer sich tatsächlich mal selber aktiviert, würde ich mal interessant finden, was dann passiert. Das sollte reichen für über den Winter, oder? Es sind sogar sehr viele leckere Mahlzeiten schon fertig. Und hier liegt auch noch Nahrung rum. Vielleicht sollten wir hier noch so eine Stahltür reinbauen. Nur damit wir leichter die Produkte von A nach B bringen können hier. Weil sobald hier wieder was frei ist, ist glaube ich die Priorität für den Mais hier drin größer als in dem anderen. Und hier diese Reihe von Heu ist auch sehr gut, weil das wird hier immer reingebracht, sobald es leer ist. Und dann können die Tiere davon fressen. Und dann kann eigentlich kein Hunger unter den Tieren mehr passieren, theoretisch. Klimaanpassung. Oh, die sind auch schon fertig, siehst du. Haben alle Waffen jetzt. Markus hat keine, aber Markus hat seine Armklinge. Ich habe keine. Okay. Potz, Blitz. Was nehmen wir denn da mal? LMG. Besseres liegt hier gerade nicht scheinbar, okay. Kerstin hat, Nussi hat, Jefin hat, ne, Bench hat, Jefin hat. Carsten hat sein Präzisionsgewehr. Ach ja, Naomi konnte ja nicht und Woody hat auch, okay, alle haben. Alle haben außer mir. Und den Leuten, die nicht wollen. Ratte ist das, okay.
Wow, das ist kurze Arbeitstagratte. Okay. Ratte, Zusammenbruch. Ja, ich weiß, du arbeitest immer so viel. Vielleicht solltest du laufen gehen. Okay. Jetzt schon wieder Ratte. Okay. Was will Ratte? Gucken wir mal, was Ratte will. Bedürfnis. Hungrig, dunkel, unansehnliche Umgebung, leichte Schmerzen, kühl, durchnässt. Eindrucksvolles Schlafzimmer findet er gut. Sehr eindrucksvolles Esszimmer. Okay. Okay, los geht's. Gut, 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 gut. Warte, stopp. Markus geht hier hin. Was ist das? Gasbetriebenes leichtes Maschinengewehr, muss ich hier hin. Kerstin hat Energiepistole, geht hier hin. Mussi geht auch hier vorne hin. Bench soll mal hier hingehen. Hier hin. Carsten mit seinem Präzisionsgewehr hier hin. Hier. Und Woody kann hier nochmal hin. Da kommen die jetzt an hier, oder was? Was macht ihr da? Countdown ist abgelaufen, okay. Oh, weißt du was? Carsten kann nicht mal aufscheuchen. Er hat das Präzisionsgewehr. Nicht im Nahkampf angreifen, seid ihr bescheuert. Das läuft da immer alles anders, als man denkt hier. Verdammte Scheiße. Ja, okay. Oh nein. Oh nein, Woody und Chi. Markus kann mal hier in die Ecke gehen. Und warte mal, Markus kann mal Woody retten. Und Ratte rettet Chi. Das ist cool. Mal alle Essen mit sich rumschleppen hier. Für den Snack zwischendurch oder was? Ah, shit. Shit! Jetzt müssen wir mit euch doch dahin, wa? Wie verletzt ist Carsten? Und Markus können mal auf. So, Carsten, du kannst mal.
Was macht man da? Wo willst du hin? The fuck? Jetzt verkleinern, Mechanoidencluster. Machen wir mal so, damit wir nicht in die Clusterzone geraten. Hilfe! Jetzt kommen die hier wieder hin, ne? Ja. Die kommen hier nicht hin. Sondern die gehen jetzt da nach Hause, oder was? Okay. Gucken wir mal, ob wir... Oh nein. Grizzlybär ist tot, schade. Ich konsumiere Grizzlybär. Toll. Jetzt fressen ihn die Wildschweine auf. Und die Boomerlopes. Das ist ein Piratensammelpunkt. Wir haben momentan keine Zeit für sowas. Der Chefkoch. Chefkoch-Key kann wieder laufen. Ist das nicht schön? Dann kann sich Chefkoch-Key mal seine Waffe wiederholen. Ratte ist besessen von Leichen. Kerstin ist besessen von Leichen. Interessant. Bleibt denn der, sag mal? Ach so. Ah, okay, kann er nicht. Dann kann ich den mal wegtragen hier. Hier hat eine Fressattacke. Ist nicht der erste Koch, der eine Fressattacke hat. Bewusstloser Kolonist. Carsten, warum? Was ist los, Carsten? Tod in 6 Stunden, okay. Sag mal, kannst du mal Carsten retten hier? Was ist denn hier los? Ah! Beerdigen. So. Wow. Hier, Kerstin. Essen am Tisch, wo eine kopflose Frauenleiche drauf liegt. Okay. Interessant. Naomi. Ist da auch nicht sehr krüsch, was das angeht. Interessant, interessant. Hat Carsten schwere Krankheit? Ist er schon.
vielleicht auch noch mal was hinbauen. So, Zone erweitern, Mechanoidencluster, bla bla bla. So, wen haben wir denn, der hier handwerkern kann? Fast keinen, aber wir können ja ein paar Leute dazu. Schmied, ah, Schmied brauchen wir. So. Werden ihren Cluster verteidigen, okay. Wow. Okay. Vielleicht sollten wir so weit dann doch nicht davor gehen. Wenn uns hier schon beschossen wird hier. Ist das aber alles komplett sinnlos, wenn die nur ihren Cluster verteidigen und gar nicht näher kommen dann. Hier los. Ich dachte, ich hätte uns alle eingestellt auf Mechanoiden-Cluster-Gedöns. Naomi-Zone. Warum laufe ich da immer noch rum? Holz haben wir nicht, was haben wir denn? Was haben wir denn? Genau, du gehst mal bitte direkt ins Krankenzimmer. Sowas. Wie geht's, Carsten? Quälende Schnittnarbe. Linkes Auge sieht da kaum noch was. Rechtes Bein. Linker Mittelzeh. Bescheuert. So, wir hätten Schieferblöcke. Könnten wir vielleicht aus Schiefer. Was haben wir sonst noch? Marmor.
trägst du da? Ach so, Marmor. Okay. Carsten geht schon wieder so gut, dass er. Und schon wieder ins Bein geschossen. Oh nein. Hungernde Tiere, warum? Ah, der Wolf. Tiere. Unbegrenzt. Schon wieder Carsten. Naja, mein einer ist schon beeinträchtigt. Das ist ja auch schon mal gut. So, Woody hat noch keine Waffe, ne? Aber Woody trägt gerade Carsten. Okay. Weiß nicht, ob du zwangsläufig hier sauber machen musst, Bench. Okay, das ist hier, wie sagt man? Sag mal! Warum sage ich denen, dass sie da nicht hingehen soll, wenn die dann doch da hingehen und sauber machen? Ach so, aha. Hihi, okay. Bist du bald noch fertig hier? Nicht das Essen vom Bench klauen, Bench retten! Meine Güte. Ja, dann mal schauen, wie wir mit diesen Leuten hier, beziehungsweise mit diesen Maschinen, beim nächsten Mal fertig werden, weil das ist eine nervige Situation hier. Und in unsere Fallen spazieren die scheinbar auch nicht freiwillig. Das ist ein bisschen ätzend. Ja, wollen wir mal sehen. Genau, wenn euch die Episode gefallen hat, dann bitte liked und subscribed und schreibt einen Kommentar und macht diese ganzen YouTube-Sachen. Und vielleicht kommen wir bald über die 50 Subscriber-Grenze. Das wäre schon mal der halbe Weg zu den 100 Subscribern, die ich brauche, um die URL von
der YouTube-Adresse zu ändern hier. Ja. Gut, dann wünsche ich euch weiterhin einen schönen Abend. Bis dann.